Die Designphilosophie sinnliche Klarheit haben wir auch in der E-Klasse sehr konsequent umgesetzt. Das Interieur ist ganz klar ein Gelassenheit vermittelndes, luxuriöses Limousineninterieur, bei dem es weniger um vordergründig um Sportlichkeit geht, als vielmehr um ein Luxusgefühl im Ganzen. Zum einen natürlich haben wir dem Interieur sehr elegante Züge gegeben mit dem geschwungenen Zierteil, das dann im sogenannten Wraparound in die Türen hineinfließt. Zum anderen ist es natürlich aber auch die Materialität und die Hochwertigkeit, die vielleicht die stärkste Emotion im Interieur vermittelt, dass man reinkommt und schier überwältigt ist von der Hochwertigkeit aller Details. Highlights ganz klar, zuallererst natürlich, dass es uns gelungen ist, ein typisches Mercedes-Benz-Interieur zu gestalten, das sich perfekt in die Familie einfügt und trotzdem vollkommen neuartig wirkt. Aber als Detail, das größte Highlight ist ganz klar unsere Bildschirm-Unit, wo wir den Kombi-Instrumenten-Screen mit dem Head-Unit-Screen in einer breiten Einheit zusammenfügen. Diesmal sogar vollflächig verglast und ganz flach und gelassen hinter der Instrumententafel schwebend und zugleich wohltuend integriert. Ja, es ist diese unglaubliche Breitenwirkung, diesmal auch kombiniert mit einer fantastischen hohen Auflösung der Bildschirme und einer brillanten Oberfläche, erstmalig in einem Automobil die gleiche Hochwertigkeit, wie das der Kunde aus den Consumer Electronics Geräten kennt. Und das ist eine Ikone für Mercedes-Benz und sicherlich auch in ein paar Jahrzehnten eine Ikone in der Automobilengeschichte des Interieurdesigns. Grundsätzlich denken wir immer darüber nach, wie wir ein bereits gutes, etabliertes Konzept noch mal weiter verbessern können. Und dabei ist die Idee entstanden, mit den Touchpads im Lenkrad die Bedienung eben auch mit den Händen am Lenkrad möglich zu machen. Aber wir haben bewusst gelernte, sehr präzise Bedienelemente wie das zentrale Bedienrad kombiniert mit den modernen Wischgesten, die der Kunde eben auch von seinen Consumer Electronics Produkten her kennt und sehr zu schätzen gelernt hat. Es ist ein riesiger Schritt vom Vorgänger jetzt zu diesem fantastischen Interieur, das einem deutlich größeren Publikum im Grunde ein echtes Luxusfeeling zugänglich macht. Insofern glaube ich, dass wir hier auch wieder im Segment der E-Klasse einen ebenso großen Schritt in Richtung noch viel mehr Hochwertigkeit gemacht haben, wie wir das auch schon in den vergangenen letzten Modellen der anderen Klassen geschafft haben. Mercedes-Benz. The best or nothing.